Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich heute wieder in Köln. Was mache ich hier? Es ist eine Woche später und ich bekomme heute mein Ergebnis der ADHS-Testung. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und ja, eigentlich bin ich mir noch unsicher. Was soll ich eigentlich hier? Was soll das Ganze? Was macht die ganze Aktion? Was bringt mir das Ganze? Aber überwiegend bin ich mir sicher, dass ich das Richtige mache und dass man mir hier auf jeden Fall helfen kann. Also ja, wie gesagt, ich bin gespannt und noch ziemlich aufgeregt auf das Ergebnis und auf die Besprechung über das Ergebnis. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was man mit welchem Ergebnis wie bespricht, wie die Vorgehensweise ist. Ich bin total unvorbereitet. Ist, glaube ich, ganz gut. Für mich aber im Kopf echt heftig. Also, jetzt geht's zur Praxis. So, mein Testergebnis habe ich bekommen. Komme gerade aus der Praxis und ja, es ist ganz klar, ich habe ADHS. Testergebnis ist sehr eindeutig. Gerade das Gespräch mit der Ärztin gehabt. Und ja, ich bin jetzt erleichtert. Ich bin nicht verwundert, aber erleichtert, dass ich die Diagnose jetzt habe. Und die Unsicherheit auf jeden Fall jetzt schon mal weg ist, die ich gerade eben schon mal wieder geäußert hatte in dem Video, kurz vor ein paar Sekunden. Man weiß ja nie, hat man wirklich was, bildet man sich das Ganze nur ein. Und ja, es ist sehr offensichtlich, dass ich da was habe, an dem ich arbeiten kann. Sie hilft mir dabei. Ich habe mich entschieden, bei der Praxis zu bleiben. Ich gehe jetzt mal eine Runde durch Köln und werde jetzt gleich schon sehr kurzfristig medikamentös eingestellt. Das heißt, ich habe gleich schon einen Anschlusstermin mit der Ärztin. Hört sich jetzt mal doof an, so nach dem Motto, oh, Diagnose und die verkaufen mir sofort Medikamente. Das ist nicht so. Eigentlich hätte ich in 2 Wochen wieder einen Termin. Aber wenn ich jetzt schon vor Ort bin und sie gleich einen Terminslot frei hat, in der nächsten Stunde, bleibe ich auch direkt mal hier. Für medikamentöse Einstellung, damit ich beginnen kann. Ich war ein bisschen skeptisch, habe viele Fragen gestellt zu den Medikamenten, zu den Wirkungen, zu den Vorteilen. Wir haben ein langes Gespräch gehabt, sehr gutes Gespräch gehabt übrigens. Sehr, sehr nette Ärztin, mit der ich dort gesprochen habe. Und ja, das einmal kurz als Zwischencheck und gleich melde ich mich nochmal in den nächsten Sekunden wieder. Also ihr seht es in den nächsten Sekunden, wenn ich vor der medikamentösen Einstellung zurückkomme. Und schon bin ich wieder zurück zu Hause. War mir ein bisschen zu voll, heute in Köln das Ende des Videos zu drehen. Also, wir hatten ein langes Gespräch über medikamentöse Behandlung. Ich habe viele Fragen gestellt, ist ja für mich komplettes Neuland. Wurden mir allesamt sehr gut beantwortet. Mir wurde die Angst genommen, dass ich da meine Vorteile, die ich aus der ADHS habe, genommen werden, also so Kreativität und sowas alles. Also war ein wirklich sehr langes Gespräch und wir haben uns gemeinsam entschieden, mit Evans das zu behandeln, aufgrund meiner privaten und beruflichen Voraussetzungen soll das für mich ganz gut funktionieren. Ich bin mal gespannt, die Wirkung soll relativ schnell eintreten und ja, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich weiß nicht, wie die nächsten Videos hier werden mit mir. Vielleicht merkt ihr was, vielleicht merke ich was daran. Höchstwahrscheinlich. Die Nachbesprechung der Diagnostik. Jetzt habe ich auch den Bericht. Es sind ganze 3 Seiten. Ich würde sagen, oh, ich habe gut getroffen. Ist zwar kein Wettkampf, aber naja. 8 von 8 Punkten, 6 von 6 Punkten, 9 von 9 stark ausgeprägt. Also ja, das Screening ist schon sehr eindeutig in dem Ganzen. Interessant ist für mich, mir wurde es so erklärt, dass so ein ADHS tritt nicht einfach auf im Erwachsenenalter. Das hat man schon als Kind, dieses ADHS. Und ja, da ich ja, wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, zur ADHS-Testung, da ich ja meine Zeugnisse mit dabei hatte, war es schon ersichtlich, dass die Herausforderung, die ich jetzt im Erwachsenenalter habe, auch schon im Kindesalter hatte. Das heißt, das war schon sichtbar, wenn man es
geprüft hätte, wenn man also diesen Fragebogen, den ich jetzt ausgefüllt habe, letzte Woche, wenn ich den als Kind schon gemeinsam ausgefüllt hätte mit dir, hätte das gleiche Ergebnis ergeben wie heute. Das zeigt auch diese Übereinstimmung hier. Ja, 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 ja. Kindes- und Erwachsenenalter. Also im Erwachsenenalter sind die Symptome vorhanden, Kindesalter sind Symptome vorhanden. Das habe ich bis auf 2, habe ich alle erfüllt. Also da hat sich nichts geändert bei mir. Das kann man unter anderem ablesen, auch an den Schulzeugnissen, wenn die richtig geschrieben sind und die Lehrer das richtig beobachtet haben und richtig eingeschätzt haben, was meine Lehrerin, vielen Dank Anne, in der Grundschule auch gemacht hat. Zum Glück. Also ich habe jetzt keine Einschränkungen in dem Sinne. Ich könnte damit leben. Ich habe mich aber entschieden, das zu behandeln. Ich habe mich persönlich dazu entschieden, das medikamentös zu behandeln. War meine freie Entscheidung. Denn, wie gesagt, solange es kein Schmerz in meinem Leben bedeutet und es überlebensnotwendig ist, hätte ich damit auch leben können. Da es für mich allerdings einige Einschränkungen gibt, im privaten und beruflichen, mit denen ich nicht leben möchte, haben wir uns halt dazu entschieden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Testung ist vorbei. Diagnostik ist durch. Es ist sehr offensichtlich bei mir, dass ich ADHS habe. Und mir geht es mit dieser Diagnose erst einmal gut. Ich bin da fein mit. Ich kann damit leben. Ich werde damit leben. Und erst einmal sind meine Bedenken, die ich vorher hatte, in Form von, was soll ich da überhaupt? Bilde ich mir das Ganze nur ein? Bin ich jetzt bestätigt worden, dass ich mir das nicht einbilde und dass es wirklich sich wie ein roter Faden durch mein Leben durchzieht und dass ich jetzt Hilfe bekommen kann von der Praxis Konkol aus Köln, die ich jetzt hiermit auch mal erstmal namentlich nenne. Ein super, super tolles Team dort vor Ort, die sehr einfühlsam und sehr nett und sehr offen mit mir umgegangen sind und mich auf Augenhöhe dort begleitet haben in den Tagen, wie ich da war. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und habe mich halt auch sehr schnell dazu entschieden, dass ich das mit den Mitarbeitern und dieser Praxis weiter durchführen werde. Also, jetzt fange ich an, Medikamente zu nehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall hier auf diesem Kanal, wie es mir geht damit, was sich für mich hier verändert.